Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's PlayStation Plus. Wir nehmen uns einen weiteren PlayStation 3 bzw. PlayStation Vita Titel vor. Den gibt es nämlich auf beiden Systemen. Und das ist in diesem Fall Rainbow Moon. Ist eigentlich den meisten, die so ein bisschen länger schon dabei sind, ein Begriff. Ist eigentlich auch ein Spiel, das weitaus mehr Zeit bräuchte, um wirklich mal gezeigt zu werden oder wirklich mal wirklich einen Eindruck zu vermitteln, als eben diese 15 bis 20 Minuten, die ich hier immer veranschlage. Um möglichst viel Zeit dafür zu haben, habe ich jetzt auch das Intro und alles schon übersprungen. Das ist jetzt auch eher zweitrangig für diese kleine Spielvorstellung. Und ich musste hier leider die Musik ausmachen. Man kann die nur an- oder ausstellen, leider die Lautstärken nicht einstellen. Die ist nämlich wirklich extrem laut und auch die Soundeffekte sind relativ laut. Deswegen kann es durchaus passieren, dass ihr mich mal ein bisschen schlechter hört, wenn ich zum Beispiel gerade mitten im Kampf bin oder sowas. Deswegen bitte ich das hier mal zu entschuldigen. Wir sammeln jetzt hier ein. Also Rainbow Moon, ich habe es selbst nie gespielt. Ich kenne den Namen, aber muss zugeben, habe es nie gespielt. Okay, auf Viereck ist Karte. Wo ist Weapons? Warum habe ich keine Waffen? Ah ja, ist ein Encounter-Kampfsystem. Okay. Wir probieren lieber aus, als... Okay, Kampf gewonnen. Ich dachte, das wäre ein richtiges normales Kampfsystem. Oh nein, falsch. Man kann die Kamera hier auch nicht drehen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Diese Steuerung ist etwas ungewohnt. Vor allen Dingen im Kampf. So, gibt es hier einen Weg durch? Nein. Okay, wieder in einen Kampf gewonnen. Was ist das? Caesar Village. Okay, wir sind im Dorf. Ihr Held?
vier. Ich habe bloß drei Perlen, das kostet aber vier. Dann gehen wir hier raus, okay. Oh yes, goodbye, yes. Ja? Goodbye. Goodbye. Welcome. Okay, hier kann man jetzt das Übliche kaufen. Heiltränke, Mana-Tränke und so ein Kram alles. Thank you. Thank you. Welcome. Oh, wenn man sich die Synchronisation anhört, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf YouTube genauso gut hört. Wenn man es mit Headset spielt, beziehungsweise übers Headset hört, dann hört sich die Synchronisation schrecklich an. Man merkt sofort irgendwie, dass die separat gemastert ist. Das hört sich an als mit immer wieder unterschiedlich. So kann man es am besten ausdrücken. Mal hört man einen leichten Hall, dann hört es sich an, als ob das in einem kleinen Raum ist. Das hört sich fürchterlich an. Cancel. Mm. Also die Synchronisation ist hier echt schrecklich. Ja. Okay, ich überspringe diese ganzen blöden Dialoge jetzt mal so ein bisschen. Ja. Questbook Update. Main Quest, Side Quest. Beastery ist so ein Monster-Tagebuch. Also ich muss zugeben, ich habe mir das Spiel weitaus besser vorgestellt. Es sieht zwar alles ganz niedlich aus, aber... Okay, wo war ich gerade? Also wie gesagt, das Spiel sieht zwar ganz nett aus, hat auch was Niedliches, aber... Ich bin hier alles andere als überzeugt von dem Spiel. Oh!
Also wie gesagt, ich bin alles andere als überzeugt von dem Spiel. Und bis auf die Tatsache, dass das hier ganz nett aussieht, ist es spielerisch ziemlich mager. Storytechnisch kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Bye bye. Storytechnisch kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich von der Story noch nicht viel mitgekriegt habe, aber so ein Spiel muss auf mich auch schon so einen grundlegenden Reiz ausüben, damit ich davon reden kann, dass es mir gefällt, und das ist hier einfach nicht der Fall. Es gibt hier, so wie es aussieht, auch einen Tag-Nacht-Rhythmus. Yes? Okay, Rise Strength. Yes, goodbye, yes. Hier kann man sich... Yeah. Kostenlos heilen lassen. Goodbye. Network Shop. Okay. Ach ja, hier. Hello. See you. Questbook Update, Sidequest Update. Hello. See you. Ja, mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht so wirklich weiß, was ich hier jetzt machen soll. Gut, ich habe mir jetzt auch die Quests nicht großartig durchgelesen. Macht es mir auch überhaupt keinen Spaß. Langweilt mich eher so ein bisschen. Ich glaube, das merkt man hier auch so ein bisschen. Wie gesagt, ich werde das... Ich werde das Spiel jetzt hier auch beenden, weil ganz ehrlich, für mich ist das Spiel Schrott. Für mich persönlich. Wem es gefällt, wunderbar, freut mich für euch, aber ich finde, das Spiel ist totale Grütze. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es sieht zwar nice, nett aus, niedlich halt, aber das ist gameplay-technisch ist es ganz mager. Also da ist nichts Intuitives bei. Was die Steuerung angeht, die ist nicht wirklich eingängig. Das wirkt alles auch so ein bisschen geklotzt und ein bisschen hölzern alles. Wie gesagt, die Synchronisation, diese Sprachausgabe, sag ich mal in Anführungsstrichen, ist qualitativ von dem, was ich gehört habe, so dermaßen schlecht, das habe ich bisher in noch keinem Spiel erlebt. Also das ist ganz, ganz unterirdisch. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, das ist jetzt so das, was ich wahrgenommen habe in den paar Minuten. Der ein oder andere mag jetzt sagen, gut, gib dem Spiel ein bisschen Zeit oder spiel das Spiel ein bisschen, aber wie ich schon mal gesagt habe, so ein Spiel muss für mich auch schon mal einen grundlegenden Reiz haben, damit ich überhaupt die Muße habe und die Motivation habe, das überhaupt weiterzuspielen. Und das Spiel vermittelt mir nicht mal diesen Grundreiz. Und deswegen, meine persönliche Meinung, für meine Vorlieben ist es absolut unterirdisch schlecht. Wer es anders sieht, okay. Aber ich mache das Ganze jetzt hier nicht weiter. Das fliegt sofort wieder von der Platte.
Ich möchte es hier nicht unnötig weiter zerreißen, das Spiel, aber es ist einfach nur Grütze. Mein abschließendes Fazit zu dem Spiel. Ich danke trotzdem fürs Reinschauen, reinstolpern, kommentieren, teilen, liken, abonnieren und weitererzählen. Das nächste Spiel wird hoffentlich ein bisschen besser. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.